Ich habe mal wieder bei Ecoverre bestellt. Die sind für Naturkosmetik zuständig. Das ist ein Online-Shop, den ich schon ja, sehr, 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 sehr lange benutze. Also ich finde die ziemlich gut. Bei mir hat sich nur das mit der Fingerkosmetik einfach verändert. Da finde ich im Naturkosmetikbereich nicht so viel, was ich jetzt bestellt habe. Zeige ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Ich beschäftige mich mit Kosmetik, die hauptsächlich ohne Mikroplastik auskommt, die vegan ist. Bei der Naturkosmetik ist es immer ein bisschen schwierig, was die pflegende Kosmetik betrifft. Ich habe jetzt trotzdem wieder ein paar Sachen gefunden, die ganz gut auf meinen Kanal passen und die ich euch so nach und nach vorstellen werde, was das alles ist, was ich da jetzt gekauft habe. Da ist ein alter Bekannter dabei, den habe ich schon gehabt, aber ich fand diese Spülung so mega gut. Und zwar die da, die hatte ich schon mal. Und das bedeutet bei mir sehr, 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 sehr viel, wenn ich solche Sachen nochmal kaufe. Und die hat 1,99 € gekostet. Funktioniert echt in so feinem Haar. Ich kann es echt mega empfehlen. Und die lässt sich auch super einfach ausspülen, für das, dass es halt eben ja, Biokosmetik ist, Naturkosmetik ist. Ist halt 1,99 €. Kann ich halt echt nichts sagen. Also, ich mag die halt auch vom Geruch her. Aber Geruch ist halt bei solchen Sachen immer zweitrangig, weil ich beschäftige mich auf meinem Kanal hier auch mit Duftstoffen und die sind immer ein bisschen schwierig. Das ist einer der Gründe, warum ich bei pflegender Kosmetik halt schon gar nicht mehr oder ganz selten nur noch auf Naturkosmetik zurückgreife, weil sie einfach zu stark beduftet sind. Ah ja, ah ja, ah ja, das ist das Parfum. Ich habe ein Parfum bestellt. Fällt mir gerade alles runter. Von Avril. Ich will ein bisschen mehr Parfums vorstellen, eben die, kann ich euch gerade zeigen, die eben vegan und tierversuchsfrei sind. Und da bin ich jetzt einzig und allein nach der Kopf, Herz und der Basisnote gegangen. Boah, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe echt ein bisschen Angst. Normalerweise rieche ich an Parfums immer. Boah, also voll anders. Das ist ja so komplett anders. Aha. Das ist voll interessant. Also, ich weiß, dass es halt unwahrscheinlich schwierig ist, im veganen Bereich Parfums zu finden, die irgendwie, ja, eine Entwicklung hinlegen. Ne? Das ist tatsächlich das Parfum, wo ein bisschen Weihrauch mit drin ist. Und das riecht man natürlich. Das ist komplett anders. Ich hätte es mir so wahrscheinlich nicht ausgesucht, wenn ich im Laden gewesen wäre. Aber es geht auch darum, solche Sachen eben für euch zu testen und vorzustellen. Das Parfum kostet, wenn ihr es bei Ecoverre bestellt, 13,99 €. Also bei dem bin ich echt gespannt, wie sich es entwickelt, wenn es ein bisschen älter ist. Da bin ich echt gespannt. Dann, was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Ah, das sind die Drops. Das ist die Drop Foundation. Boah, ist die klein, Mann. Seht ihr das? Mal über mein Gesicht. Nee, heute gibt es nicht scharf. Der hat Schwierigkeiten mit der Schrift. Ah, jetzt. Das ist eine Foundation. Wenn ihr seht, meine Hand. Eine Drop Foundation. Fand ich natürlich ganz interessant bezüglich, dass es nicht so groß ist, aber es hat halt trotzdem mega viel gekostet. Die soll hochpigmentiert sein. Die Drop Foundation hat gekostet 12,72 €. Boah, da bin
bin jetzt mal mega gespannt hier. Das sagt sie ja auch schon, Drop Foundation. Da brauchst du nicht viel von. Oh ja, die ist hochpigmentiert. Die ist hochpigmentiert, aber passt von der Farbe. Da war ich halt echt so ein bisschen. Du darfst halt nie den Hand drücken. Nie den Hand drücken als Basis für die Farbe nehmen, sondern immer so. Und da kann ich echt nichts sagen. Da kann ich wirklich nichts sagen. Heu. Fühlt sich gut an. Mit einer entsprechenden Unterlage kannst du da nichts sagen. Also muss ich mich gerade selber mal im Sucher angucken. Oh, die ist von der Farbe her eigentlich perfekt. Ich hatte ein bisschen Angst, dass das nicht funktioniert, weil man da ja ganz oft daneben liegt. Aber Gott sei Dank war das nicht der Fall. Einen neuen Concealer, weil meine halt einfach echt zu alt ist. Und irgendwie schaffen sie es in meinem DM irgendwie nicht, das Alverde-Regal aufzufüllen. Ich habe eigentlich diesen Sensitive Concealer mal gehabt. Jetzt nehme ich mal den von Lavera. Die 01 Ivory, der hat 7,79 Euro gekostet. Und auch den testen wir mal aus. Also die Drop Foundation, da werde ich ein komplettes Video dazu machen, weil die interessiert mich halt einfach. Ja, das ist ein bisschen zu dunkel, so wie es scheint. Also, Anhaltspunkt wisst ihr ja, soll nie der Handrücken sein, aber das scheint jetzt schon ein bisschen arg dunkel zu sein. Manchmal ist es so, dass in solchen Farbpaletten die 1, ja, man sieht es jetzt nicht, aber in so Farbpaletten die 1 meistens ein bisschen dunkler ist als die 2 oder die 3, ich verstehe das halt einfach gar nicht. Auch hier werde ich mal den ein oder anderen Schminkvlog damit machen, um einfach mal so ein bisschen zu zeigen, wie die performt, wie der Concealer performt. Aber die Drop Foundation, die interessiert mich. Die interessiert mich echt mega, weil wie viel Milliliter haben wir da, finde ich jetzt gerade gar nicht. 15 Milliliter, das ist echt nicht viel. Dann habe ich mir geholt. Die Sachen sind meistens immer alle extra noch eingepackt. Nicht alle, aber die allermeisten. In Papier von Farfalla Blutorange. Brauche einfach mal wieder ein Duftölchen für die Lampe. Jetzt muss es nur noch aufgehen. Oh ja. Oh ja. Das ist nicht schlecht. Und das hat gekostet, das war auf jeden Fall runtergesetzt. Das war 6,89 Euro. Da kann ich echt gar nichts sagen. Dann habe ich was, was mich auch megamäßig interessiert. Es gibt ein großes Problem in unserer Gesellschaft noch und das ist Mikroplastik. Und Mikroplastik findet zu 99% in so Styling-Produkten immer noch statt. Und seit ich diesen langen Pony habe, nutze ich halt eben auch wieder regelmäßig Haarspray. Das ist ein Haarspray und zwar von Biotherm. Ob der was kann, weiß ich nicht. Er ist auf jeden Fall ohne Mikroplastik und Haarsprays ohne Mikroplastik gibt es so gut wie keine. Das ist richtig heftig. Was mich richtig geflasht hat, achso, das hier hat gekostet, nochmal auf der Rechnung, 8,99 Euro ist natürlich schon teurer. Ich habe vorher knapp einen Euro für mein Haarspray gezahlt, aber wenn es halt nicht geht, geht's nicht. Das ist ein festes Shampoo und zwar in einer nahezu perfekten Form. Ich sag ja immer was zu der Form von diesen
festen Shampoos sind meistens rund, aber das ist halt eben auch ungeschickt. Also solche quadratischen Formen sind halt richtig cool. Das soll gut für die Kopfhaut sein. Da wird mit Präbiotikas beworben, was ich ganz interessant finde, weil eben Schuppen hauptsächlich von, ja, das sind halt Pilze, sagen wir, sprechen muss so aus, wie es ist. Und Präbiotikas sind eben Nährstoff für die guten Organismen auf der Kopfhaut. Und da bin ich halt gespannt, ob das irgendwas bringt. Also Probiotikas sind die Bakterien und Präbiotikas sind die Nahrungsmittel, nein, die Nahrung von den Organismen auf deinem Kopf, den guten Organismen sozusagen. Und das hat gekostet, weil ich habe ja so eine Reihe und da bin ich immer natürlich auf der Suche nach neuen Produkten und das hat gekostet 7,89, kann ich nichts sagen, ist ein normaler Preis. Also das ist was. Da kann ich halt eben auch noch nichts sagen, 50 Gramm. Und dann habe ich mir noch eine Zahncreme gegönnt von Hydrophil. Ich fand die ganz interessant, ich selber... Bei mir funktionieren die Tabs halt nicht und diese komische Creme aus diesen Töpfchen funktioniert bei mir irgendwie auch nicht. Ich bin da echt mega empfindlich. Mich wirkt dann zum Teil auch von der Zahncreme. Also ich bin da echt, also ich brauche da was, was schäumt und was nach Minze schmeckt und so. Und die hat einen Holzdeckel sogar, einen Bambusdeckel glaube ich sogar, genau. Und die hat 5,89 € gekostet. Ist schon mega viel Geld für eine Zahnpasta, ich weiß. Aber ich probiere da gerne rum. Und das ist sie. Das ist sie. Ne? Insgesamt ausgegeben habe ich 58,14 €. Also es gab eine Rabattaktion. Und das rate ich euch einfach auch bei Ecoverde, einfach diese Rabattaktion wirklich abzuwarten. Es lohnt sich, ich habe 15% jetzt gekriegt. Meistens kriegt man zum Geburtstag noch irgendwie eine Prozentgeschichte zugeschickt. Also da auf jeden Fall auf den nächsten Rabattcode warten. Ich melde mich an der Stelle ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.